Hallo und herzlich willkommen zurück zu Earthlock. Ja, wir sind immer noch im Zabirum-Tempel auf dem Weg zu Ivories Absturzstelle. Beziehungsweise eigentlich waren wir auf dem Weg, unseren Onkel Benjo zu suchen. Jetzt haben wir hier ein kleines Wegrätsel. Müssen wir uns mal umschauen. Dafür brauchen wir Grün. Hier unten ist Blau. Damit können wir aktuell nicht interagieren. Hier drunter durch. Aha. Der Kleine kommt da durch. Ich finde das echt interessant, wie die so die Welt damit aufgebaut haben. So, hier haben wir einen blauen. Also diese Laternen geben uns ja normalerweise das, was wir brauchen. Diese Amri-Energie. Und je nachdem, welche Farbe die haben, kriege ich halt die jeweilige Energie sozusagen. Jetzt haben wir blau. Das Ding klappt auch erhalten, das ist schon mal gut zu wissen. So, muss man gerade hier umsehen. Also wenn ich blau aktiviere, geht die Treppe runter, das Tor hoch, die hier hoch. Das Tor runter, so. Die andere Brücke geht dann hoch. Wir müssten von der anderen Seite da dran. Keine Ahnung, eigentlich dachte ich, hätten wir rot gehabt, aber müssen wir uns jetzt mal umsehen, ob das jetzt funktioniert. Ja. Okay, Blau ist da. Hier runter. Aha, hier kann man runter. Also, hat noch mal hier umsehen. Ich glaube, hier war aber nichts. Haben wir jetzt schon wieder kein. Ah, okay, ich glaube, ich verstehe. Die Laternen, wenn ich mich daran auflade, geben mir gerade genug für Energie für einmal nutzen. Könnte das hinkommen? Bin ich jetzt gar nicht so abwegig. Also ich müsste jetzt nochmal da hochlaufen und mir die Energie abholen. Bisschen umständlich, aber okay. Ja, jetzt leuchtet unser Amulett aber auch wieder. Daher sehe ich es mal als richtig überlegt an. So, und aktivieren. Genau, jetzt haben wir hier gesenkt. Haben wir hier eine blaue, eine rote. Trifft sich gut. So. Bluten können die Dinger wahrscheinlich nicht, deswegen kann ich mir meinen Blutschrei sparen. Also hier macht das Schlitzen eindeutig mehr Schaden. Was? Betäubung? Ich habe betäuben? Uncool. Los, Amon, werde schneller. So, und Stich. Wäre nicht aufgefallen, dass Olia betäubt war. Also blaue Energie. Rote Energie. Aktivieren. Aktivieren. Ja, wie funktioniert das jetzt hier mit den zwei Farben? Sind die jetzt einfach automatisch? Ich kann doch nicht zwei Dinge auf einmal haben. Egal, der ist schon mal irgendwie aktiv.
Das müssen wir jetzt mal rausfinden, wie das funktioniert. Achso, ja, Rot sollten wir vielleicht auch gerade mitnehmen. Vielleicht müssen wir auch oben den aktivieren, damit die anderen mit Energie versorgt werden. Sozusagen, dass die dann aktiv werden. Ich weiß es nicht. Also, dass die Farben, die hier oben aktiv sind. Nö. Okay. Was, wenn ich jetzt hier nochmal dran gehe? Also ich habe eigentlich keine Energie mehr im Armreif, aber aktivieren kann ich trotzdem. Also ist das farbunabhängig, was ich da mache. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt so ganz verstehen soll. Was das mit dem Ding da auf sich hat. Hier drüben war ja jetzt nur das mit dem Grün, wo ich nicht langkomme. Aber auf der anderen Seite kommt schon jetzt auch nicht wirklich weiter, oder? Weil mir hier die Brücke runtergefahren ist. Ja, dafür müsste ich halt den roten anheben. Damit ich dann hier rüberlaufen könnte. Warte mal. Ich nehme mal gerade die blaue Energie mit. War drüben irgendwie ein roter Sockel zum Aktivieren? Sehen tue ich eigentlich keinen. Und da ist ein roter Sockel zum Aktivieren. Okay. Der hier ist ja an sich aktiv, ne? Dafür brauche ich jetzt, glaube ich, keine blaue Energie mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, tatsächlich. Okay. Langsam verstehe ich die Sockel. Das Rätsel ganz am Anfang, das war ja noch einfach, da hatte man ja immer nur einfarbige Sockel und alles. Aktivieren. So. Sehr schön. Dann müsste ich jetzt wieder hier. So. Dann kann ich schon mal wieder wechseln. Die Energie gerade einfach schon mal mit. Weiß nicht, was mich so erwartet. So, hier haben wir. Das ist halt komplett blau. Und dafür brauche ich nochmal blau. Ich habe gedacht, ich komme da dran vorbei. Schade. Ertrinken. Ah, warte. Behandeln. Los. Also das mit dem Behandeln finde ich sehr nice, weil es einfach irgendwie so gefühlt alle Statuseffekte, die die Feature hervorrufen können, wegmachen kann. So, Moment. Aber Energie. Keine Ahnung, was damit jetzt getan hat. Das hier. Okay. Gehen wir hier rüber. Hier haben wir die grüne Laterne. Dann schauen wir mal, was die so zu bieten hat. Du haltst gerade einfach mal selbst. Damit du nochmal Richtung volle Energie kommst. Viele P bekommen wir hier nicht, aber egal.
So, jetzt haben wir hier den Weg frei. Jetzt kommen wir wieder am Anfang. Was brauchen wir denn jetzt für das Tor hier? Blau. Also müssen wir einfach wieder darunter den blauen Sockel aktivieren, damit wir weiterkommen. Ups. So. Damit wir dann bald mal zu Ivory aufstoßen können, die ja dann sich hoffentlich unserem Team anschließt. Achso, und hier hätte ich eigentlich noch die grüne Energie abliefern können, ne? Muss ich dann gleich auch noch machen. Damit die große Säule auch aktiv ist. So. Jetzt ist das Tor da hinten tatsächlich offen. Sehr schön. Dann schauen wir uns noch gerade hier die grüne Energie. Hier hinten ist einfach nur eine Truhe. Aha, ich habe also erstmal den Bonus-Part gemacht sozusagen. Elektrolanze, leere Talente, Präzision, Erzepter, Elektrokerne. Wir könnten auch mal Talente basteln. Irgendwann. So, dann aktivieren wir den. Was tut sich? Ach, das ist direkt vorm Eingang jetzt, ne? Okay. Wir haben einfach einen komplett neuen Weg erschaffen. Und cool gemacht. Ach, Menno. Tempo für Olia, los. Ui, wildes Vieh. Ups. Eigentlich wollte ich mit ihm Amon heilen. Hab grad nicht aufgepasst. So, Nummer 1 ist död. Warum erleiden die zwischendurch so ganz wenig Schaden nur? Waren wir jetzt direkt draußen oder kam da noch ein Zwischenraum? Ich weiß gerade gar nicht. Aber wir sind direkt draußen, okay. Lasst mich in Frieden. So, dann erkunden wir mal den neuen Bereich. Wo genau ist Ivory denn jetzt abgestürzt? Aha, da haben wir sie ja. Mit ihrer Flugmaschine. Gib mir Heiltrank. Oh Gott, sofort. Danke, Eule. Hey, du bist doch Ivory Lavender, oder nicht? Die Tochter des Generals. Welcher General? General Bran Lavender aus dem Haus der Großen Welle. Der mächtigste Mann im nördlichen Zenit. Ach du meine Güte, nimm mich einfach Ive. Hör zu, Tochter des Generals. Deine Soldaten von der Großen Welle haben meinen Onkel entführt. Wo ist er? Was? Komm wieder runter. Weiß ich nicht. Sorry. Was machst du denn hier, Frau Lavender?
Alf, bitte. Diese Informationen sind geheim. Bitte, ich muss wissen, wo mein Onkel ist. Ein Okti-Hammerhai. Hast du ihn vor deinem Absturz gesehen? Es tut mir leid. Ich weiß nichts über irgendwelche Oktis. Hand aufs Herz und umarme den großen Wind. Verdammte Goblins. Hast du meinen Co-Piloten Taika gesehen? Die hat mich gerettet, mich aus dem Frack gezerrt. Dann hat sie sich auf die Suche nach Hilfe gemacht. Es tut mir leid. Wir sind niemandem begegnet. Haben die Goblins dich abgeschossen? Dank meiner schrecklichen Flugkünste. Wir sind auf dem Weg zu den Nomadenwinden, um meinen Onkel zu finden, und Olia sucht so ein Maschinendingsbums. Willst du mitkommen, Alf? Vielleicht finden wir deine Freundin Taika dort. Und viele Goblins. Von oben aus konnte ich ihr Lager sehen. Mir steht der Sinn nach guter alter Rache. Wir könnten sie überraschen. Ja, gehen wir. Ich vermute, in der Überzeit zu sein, ist schon vorteilhaft, Alf. Das ist Amon. Ich bin Olia Alakbato und dieser mutige Ferkelhase ist Knarrt. Wie übertreibt. Ich habe schon Angst vor dem Wind in den Bäumen. Knarrt, du bist sofort zu Alf gerannt und hast sie geholfen, ohne an dich selbst zu denken. Aber, naja, das war... Danke, Knarrt. Jetzt erledigen wir diese Mistgoblins. Aber Haare kriege ich nur das erste, oder wie? Ach nee, Alf kann einfach kein Paar bilden. Das ist doch das Problem. Okay. Die beiden auch nicht. Also Amon ist aktuell der Einzige, der überhaupt die Paare binden machen kann. Aber auch immer nur mit einem. Das wäre sonst auch echt fies. So, Alf ist Level 5. Die sind automatisch hier oben verteilt worden. Okay. Erste Hilfe? Wird ein Minimum von 15% der maximalen Gesundheit wieder her. Das ist cool. Das ist jetzt so eine direkte Heilung. Eisfalle. Ja, Feuerfalle hat sie ja schon. Eisfalle ist halt dasselbe, denke ich mal, nur in Eis. Eine Fernkampffähigkeit, die Verteidigung des Ziels gegen Fernangriffe verringert. Stehlen. Okay. Tutorials, was haben wir denn jetzt hier neu? Weltfähigkeiten, ja. Alf mag in der Akademie als Speerin ausgebildet. Wurde in der Akademie als Speerin ausgebildet und kann sich an Feinden vorbeischleichen, ohne dass sie sehen. Drücke Y, um in den Schleichenmodus zu gelangen. Halte aber trotzdem Abstand von den Feinden. Okay, also wir haben jetzt Alf, um Gegnerbegegnungen zu vermeiden. Und wir haben Olia, die einfach voll auf sich aufmerksam macht, um möglichst viele Gegner auf einmal zu ziehen. Das ist gut. Die Nomadenwinde. Uiuiui. Hier haben wir auf jeden Fall einiges an Goblins. Ah, Taika. Mistviecher. Haben sie einfach entführt. Teammitglied Nummer 5 wäre das dann. Jetzt ein oder alle drei? Okay. Ach guck mal, die beiden bilden ja doch ein paar. So, du kannst sie da oben noch eh nicht angreifen, oder? Oh, hier, Elektrolanze. Pfui. So, du beschleunigst mal bitte sie. So, er wechselt auch mal in die Distanzkämpferhaltung. So, Feuerschuss.
du heilst mal Olia. Ach, Nanu? Die kommen irgendwann einfach runter. So, egal. Einfach wegbomben. Achso, das wurde mir einfach nur nicht angezeigt. Weil die Leiste leer war und weil die noch nicht gelevelt waren. Okay. Ja, also Vierergruppe ist jetzt schon ganz schön, muss ich sagen. Aber wir erkunden dann diese Goblin-Feste hier beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.